Ich rede mit dir, wenn du willst. Alles gut. Rede sehr gerne. Okay, und jetzt? Wie geht denn das? Ach du Scheiß. Acht, fünf, drei. Alter, Mann. Jetzt sind wir da, wo der Schrank stand. Wie hat er ihn runtergeworfen? Cool. Drei, fünf, vier. Ist gerade eher passiv, das tut mir sehr leid, aber. Wow. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich gerade andere Dinge im Kopf habe, als große Reden zu schwingen. Nein! Hilfe! Verlieren Sie das Leben ein drittes Mal. Mann, mich ärgern die 17 Minuten immer noch. Tut mir echt leid. Nicht echt. Nee. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger.
chopped it off, easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Hat er sich das Bein selber abgesägt? Oder es wurde amputiert? Error. Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren, verloren, alleine hoffnungslos. Endlich verstanden, du wirst immer. Den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Das ist das vorletzte Ding schon. Die Frau mit den Brandwunden? Alfinger ist aber schon sehr krass, ne? Ich meine, Blut ist die eine Sache. Wenn man sagt, ich habe jetzt so viel Hingabe für dieses Bild, ich will mich darin verewigen. Ne? Aber Finger amputieren, was unwiederbringlich ist. Nein. Boah, das ist mein Magen. Das ist mein Magen, voll mit Äpfeln. Es war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal, sie hasste den Mann mit Passion. Durch Nepal. Ja, das Bild hatten wir schon mal. It's me! Rats are everywhere. Okay. Explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Hat er seine Familie vorgeworfen? Wie soll ich das verstehen? Ich warte darauf, irgendwo wieder so einen Haufen zu sehen, mich umzudrehen. Oh, hier ist ja schön. Stirb ein viertes Mal.
Also wir gehen gerade ganz weit runter, ne? Wortwörtlich. Kann das sein, dass ich irgendwie echt einen anderen Weg habe, als ich damals gesehen habe? Also das hier habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das ist nicht gut. Das hat geweint. Das war die Frau. Die Frau ist tot. Also unser Tod. Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No. You don't understand. Her face. Her hands. She will be devastated. Wenn sie wirklich Musikerin war und die Hände waren dauerhaft geschädigt. Ich habe auch mal was gehört, ob das war, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass einem Klavierspieler die Finger gebrochen wurden. Das ist ja für immer. Kannst du überhaupt noch malen? Ich werde noch nie malen. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet... Ich hoffe, Sie... Ach, okay, von der großen Musikhalle ist sie aufgrund der Verletzung... Hatte sie es dann nötig? Ist ein Secret, oder? Na, ich kann die... Weiß nicht. Ich weiß es nicht. War ein Secret. November, ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also, warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert, als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half, sie tut es nicht mehr. Es ist eher das Arsch. Loch.
Seine Psyche ist krank, oder? Scheiße, nein. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is. Oh God. No. 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 What have you done? No. Selbstmord. Gedrückt halten, ja. Nein! 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 Hör auf! Nein! Nein! Nein. Ich habe gelernt, dass ich die Frau nicht angucken darf. Zwingt mich doch jetzt nicht dazu. Turn around. Ich will nicht. Okay, wir mussten. Ich hab gar nicht losgelassen. Luft holen, ne? Ah! Das war vorher nicht, oder? Oh Gott. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Das ist aber nicht seins, oder? Hallo, ich bin fertig.
So haben wir nicht gewettet, Leute. Das habe ich Gänsehaut. Das ist nicht okay. Tränen wegwischen oder was? Alter! Mir ist kotzt übel gerade, Leute, das ist übel. Scheiße. Was ist denn? Boah, gerade eben geht meine Psyche ein bisschen durch, glaube ich. Hier ist kein Puck mehr, oder wie das heißt. Alles falsch rum. Ja. Tschüss. Ich hab das letzte Stück gefunden. Lass mich zum Bild, Mann. Oh. Fünftmal gestorben. So. Cool. Das ist aber nicht erlaubt, glaube ich. Wer gewinnt denn gerade?
Mach deinen Zug, komm. Wow! Sie verbrennt unsere Bilder. Das ist meiner. Okay. Muss ich irgendwas machen oder? Einfach nur oft probieren. Arbeitszimmer. Was? Oh, hört doch auf, Mann! Ich habe dich gehasst. Ich glaube selbst jetzt noch. Ich könnte noch immer. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, allein, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Das einzige Ding von Wert, das du jemals begehrt hast. Du wirst es nie zu Ende bringen. Interessant ist hier, dass es steht, wahrscheinlich verdienst du es. Es wirkt ein bisschen abgeschwächt im Vergleich zu vorher, finde ich. Egal. Wir bringen es zu Ende. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. Ha 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 ha
Ist das jetzt so, wie das Haus wirklich aussieht? Ich glaube, das ist das Haus in Wirklichkeit. Ja, ich glaube schon. Wir haben nichts Übernatürliches mehr. Nur ein zerstörtes Leben, ein zerstörtes Heim. Sehr geehrter Herr, dies ist eine Zahlungserinnerung, da Ihre Zahlung seit dem 26. Januar dieses Jahres überfällig ist. Dabei finden Sie eine Abrechnung für Ihre Unterlagen. Aufgrund Ihres Zahlungsverzugs wurde Ihre Bestellung storniert. Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb der nächsten 7 Tage vorzunehmen. Sollten Sie nicht in der Lage dazu sein, eine vollständige Zahlung zu leisten, bitten wir Sie darum, uns zwecks einer neuen Zahlungsvereinbarung, die für beiden Seiten akzeptabel ist, zu kontaktieren. Sollten Sie unsere Forderung nicht nachkommen, sehen wir uns dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie zu ergreifen. Mit besten Grüßen, Ronald Wilkins. Duftbäume und zugemauert. Warum dreht sich das wieder automatisch? Scheiße, hat er da irgendeine Leiche reingesteckt? Duftbäume. Die Kamera dreht sich immer noch, Leute. Bug. Ey, dein Schrank ist weg. Keine Schallplatte drin. Ich glaube, das ist das Haus, wie es wirklich ist, Leute. Und dann wisst ihr Bescheid, oder? So sehen die Gebäude in Wirklichkeit aus. Der wollte die wahrscheinlich perfekt malen. Da ist ihre Wunde. Fertig. Schlüssel. Das war dann abgeschlossen. Das hier. Die Haustür. Nee, die war übelst verkettet. Unsere Galerie. Unsere Werkstatt. Ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren, allein hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du es. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg, einen Weg, um alles zurückzubringen.
Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast, beende es. Er ist wieder hübsch irgendwie, was? Nein. Versteht ihr das Ende? Wir fangen wieder vorne an. Okay, ich hab's verstanden. Er malt sie immer wieder und durchlebt immer wieder den gleichen Albtraum. Und beginnt jetzt wieder da an, wo er angefangen hat. Ja, das war aber 100% das schlechte Ende. Das war 100% das schlechte Ende. Oh. Wir haben es geschafft. Ich habe es in einem Zug durchgespielt. Ja, was soll man sagen, ne? Ich habe von Observer ein bisschen gesehen und war total hin und weg davon und habe mir dann überlegt, komm, dann musst du Layers of Fear auch spielen. Das war jetzt der allererste Durchgang. Ich muss sagen, meine Angst vor dem Spiel ist jetzt eigentlich weg. Ich würde gerne das Spiel nochmal spielen und die beiden, drei Situationen, in denen ich gestorben bin, anders machen. Also erstmal Blobber Team heißen die. Wahnsinn. Also, ich fand's echt super. Ich bin echt begeistert. Also, dafür, dass das ihr erstes Horrorspiel war, so richtig, war es wahnsinnig gut. Also, die haben es drauf, diese extremen Raumwandlungen zu machen. Das werden wir... Oh, Entschuldigung. Das werden wir auch dann in, Observer nochmal wiedersehen, dieses Sprengen innerhalb der Räume. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also ich bin beeindruckt, begeistert. Das war jetzt echt ein schneller Durchgang. Wir haben jetzt knapp 3 Stunden gebraucht. Ich bin auch sehr viel durchgelaufen, weil ich extrem Angst hatte zwischendurch. Ja, wie gesagt, gerne noch ein Durchgang, dann aber ein bisschen kontrollierter, ein bisschen umfangreicher, wahrscheinlich dann mit allen Sachen zum Einsammeln. Dann müsst ihr dann nur eben, ja, dann euer Interesse zeigen. Es ist sicherlich kein Problem, nochmal einen Abend Zeit zu nehmen, das nochmal dann 4-5 Stunden nochmal ordentlich durchzuspielen mit allen Gegenständen, wenn die Angst jetzt einmal weg ist, sag ich mal, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Observer wird sicherlich mindestens genauso spannend, genauso gruselig, genauso mitreißend. Und dementsprechend haben wir hier ein gutes Spiel gesehen, was mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Wahnsinn. Einzige, was ich kritisieren muss, ist, dass die Kamera sich manchmal gedreht hat. Ohne Grund. Aber Wahnsinn. Also ich hatte echt Angst zwischendurch. Deshalb bin ich auch sehr viel durchgelaufen. Umdrehen ging gar nicht. Ich habe mich im ganzen Spiel 2-mal umgedreht. Einmal, als wir einen bedrohlichen Rollstuhl hinter uns hatten. Und einmal, als er stand, drehte ich nicht um. War nicht so... Was soll das denn? Was soll das? Das ist ärgern. Das machen die jetzt extra. Hinter mir ist nichts. Leinwand, Farben, Grundierung, Pinsel, Berührung, Zeugnis. Ach, guck mal hier. Prolog. Leinwand, Farben, Grundierung, Pinsel, Berührung, Zeugnis. Fehlt doch das DLC, ne? Bring es zu Ende. Ach, wahrscheinlich der letzte Speicherpunkt, oder? Na, ich würde auf jeden Fall sagen, das soll es gewesen sein mit Layers...
Ach, das ganze Spiel ist nochmal. Ja. Nee. Nee, danke. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei Layers of Fear. Und wir werden uns dann, wie gesagt, gerne nochmal wiedersehen zu einem zweiten Durchgang oder eben zu Observer, dem neuen Spiel vom Entwicklerteam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Leute. Ciao.